Nachsitzen war angesagt. TSG Emmertal in Grün-Weiß empfängt hier den FC Preußen-Hameln in der zweiten Kreispokalrunde. Die Emmertaler mit Freilos in Runde 1. Die Preußen siegreich mit 3:0 beim TSV Groß-Berkel. Die anderen Spiele bereits durch, außer die Partie Rot-Weiß gegen Flegesen. 7:0 für die Gäste aus Flegesen und damit blieb noch eine Mannschaft übrig, die dann noch einziehen musste in die dritte Runde, nämlich entweder die Emmertaler oder die Gäste aus der Rattenfängerstadt. Los geht's! Die bessere Anfangsphase zunächst für den FC Preußen. Hier mit dem Steilpass nach vorn und da kommt Nick Wolny an den Ball. Zieht nach innen, der Abschluss aber dann zu ungefährlich und Nils Konrad, Emmertals Torwart, muss nicht eingreifen. 15 Minuten bereits gespielt, also Abtastphase recht lang und dann nahm das Spiel so langsam an Fahrt auf. André Vorrat auf Luca Gabsch, der einen guten Laufweg hat, aber dann diese hervorragende Abwehraktion von Benjamin Kobart im Tor der Hamelner Preußen. 29 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt und Emmertal dem Ausgleich nahe. Wie auch in dieser Szene, Özbeck leitet ein, weitergegeben wieder auf André Vorrat und der sieht wiederum Luca Gabsch, ähnlich wie in der Szene zuvor. Und diesmal behält Emmertals Angreifer die Oberhand gegen Kobart, lang ins Eck, 1:0, 34 Minuten gespielt. Und die Hausherren, die legten also vor und waren jetzt auch am Drücker. Nächste Offensivaktion, diesmal ist es Vorrat selbst, eben zweimal Vorlagengeber, diesmal im Abschluss, vernatzt seinen Gegenspieler, kommt kurz zum Fall, aber dann mit dem Ball im Tor. Guter Abschluss, 2:0, 6 Minuten genau später nach der Führung, 40 Minuten gespielt und damit der doch recht sichere Vorsprung der Emmertaler zur Pause, 2:0. Das gefiel Preußens Trainer Aaron Priest hier in seinem zweiten Pflichtspiel natürlich überhaupt nicht. Und dann Luca Gabsch hier mit dieser herrlichen Aktion, halbfalls hier. Aber es war ein Foulspiel, richtige Entscheidung von Schiedsrichter Struckmeier, der dieses Tor nicht anerkannte. Emmertal weiter im Vorwärtsgang mit diesem langen Ball. Der gelangt dann zu dem Angreifer, in diesem Fall dann wieder André Vorrat, aber Benjamin Kobart zur Stelle, also Emmertal dem 3:0. In dieser Phase näher als die Hamelner dem Anschlusstreffer, die dann aber aufs Gaspedal drückten. Akutsch geht in die Mitte, der Ball noch geblockt am langen Pfosten, dann aber kein Abnehmer und somit weiterhin 2:0 der Spielstand aus Sicht der Gastgeber von der Emma, die sich jetzt vor allem auf die Abwehrarbeit konzentrierten. Preußen hier mit dem Freistoß, gut 25 Meter in dieser Diskussion, diese Szene und da ist das Tor von Daniel Schütten, weite Entfernung, schön geguckt, das hat er schon mal beim All-Star-Game gezeigt gegen den ersten FC Egesdorf, Langreder und er kann es immer noch, 1:2 wieder richtig Spannung hier drin, Vorrat dann aber mit der Flanke auf der anderen Seite auf den eingewechselten Gökhan Akdogan und wiederum ist Benjamin Kobart zur Stelle. Das hätte hier nach 87 Minuten die Entscheidung sein müssen. Emmertal immer wieder jetzt mit Konterchancen. Und dann in der vierten Minute der Nachspielzeit war es soweit. Katal Özberg herrlich gemacht und dann mit dem Auge auf den mitgelaufenen Dennis Matzeit. Und der hat dann keine Probleme hier für den Endstand zu sorgen. Die TSG Emmertal, sie kommt gut ins erste Pflichtspiel rein, besiegt den FC Preußen also mit 3:1 und zieht damit in die dritte Runde des Fußball-Kreispokals ein. Tobi, 3:1 verloren heute im Pokal gegen Emmertal. Du hast viele gute Aktionen gehabt, viele gute Paraden gemacht. Dennoch hat es nicht gereicht heute. Woran hat es hauptsächlich denn gelegen? Jetzt nach dem Pokalspiel, nach einer Niederlage, will ich jetzt keine Gründe nennen. Das müssen wir beim nächsten Training aufarbeiten. Wir haben zwar in der Halbzeit ein paar Dinge angesprochen, aber ich will jetzt keine Gründe nennen. Dazu ist es noch zu frisch nach dem Spiel. Weiterhin habt ihr auch viele neue Spieler im Verein jetzt. Was sind denn dann eure Saisonziele jetzt für die kommende Kreisliga? Ja, wir werden so ziemlich bis zum Ende der Hinrunde brauchen, bis alles so eingespielt ist. Wir sind aber auf einem guten Weg. Es finden sich alle prima ein ins Team und ja, Ziel gesetzt, so Mittelfeldplatz, das wäre schon realistisch zu sehen. So Luca, heute 3:1 Pokalerfolg gegen Preußen Hameln. Du hast mit deinem 1:0 den Grundbaustein für den Sieg gelegt. Was sind deine Worte zum Spiel? Ich denke, Preußen hatte mehr Spielaktionen, aber ich denke, die klaren Torchancen hatten wir.
Preußen hat immer ein bisschen vor unseren 16er rumgespielt, aber man hat schon gemerkt, dass sie vom Spielerischen besser sind. Aber wie schon erwähnt, wir hatten dann die erste 100%ige, die nicht reingegangen ist, die zweite ist dann reingegangen. War natürlich gut, dass André direkt das 2-0 macht. Ich würde sagen, ja, die haben das Spiel gemacht, aber wir hatten die besseren Torchancen. Okay, und ihr habt viele Verstärkungen in der Mannschaft, viel aus der eigenen Jugend. Wie findest du, hat sich die Mannschaft verbessert bzw. neu eingefunden? Ich muss sagen, also wirklich ein großes Lob an die A-Jugendspieler. Die haben sich super eingelebt und man hat sie heute gesehen. Wir hatten 3 A-Jugendliche dabei und die haben das super gemacht. Alles klar. Und als abschließende Frage, wie siehst du eure Mannschaft in der Saison? Also was sind eure Ziele? Ja, also was soll man sagen? Wir gucken von Spiel zu Spiel, aber wir wollen natürlich versuchen, oben mitzuspielen. Alles klar, Luca. Dann vielen Dank und viel Erfolg. Danke.